שלום, ברוכים הבאים ליום השלישי של המשחקים במכבייה! Hallo und herzlich willkommen bei Hauptstadtsport TV. Wir sind auch heute wieder im Olympiapark für euch unterwegs, berichten von den European Maccabi Games. Und heute wird es erstmals richtig spannend, denn heute finden die ersten Finals statt. Dazu aber später mehr. Jetzt sind wir erstmal in der Waldbühne. Da, wo gestern die emotionale Eröffnungsfeier stattgefunden hat, wird jetzt kräftig aufgeräumt. Aber wir sind immer noch ganz berührt und bewegt von den feierlichen Momenten. Und wie das ausgesehen hat, das zeigt Ihnen jetzt Benjamin Pieler. Meine Damen und Herren, liebe Sportlerinnen und Sportler, jetzt wünsche ich Ihnen allen diesen Geist der Toleranz und des Verständnisses, den Geist einer guten gemeinsamen Zukunft für uns alle. Mögen Sie alle ganz unvergessliche, schöne Spiele erleben und heitere Sommertage in Berlin. Und jetzt kommt der wichtige Satz: Die 14. European Maccabi Games sind eröffnet. Mit diesen Worten von Bundespräsident Joachim Gauck wurden die European Maccabi Games 2015 nun auch offiziell eröffnet. Und die ganze Welt schaute dabei zu, die Welt schaute hauptstadtsport.tv. Unser Livestream der Eröffnungsfeier aus der Waldbühne global zu empfangen. Und den Zuschauern wurde auch einiges geboten. Gleich zu Beginn schmetterte Adel Tawil gemeinsam mit Matti Sau den ein oder anderen Hit. Die Waldbühne das erste Mal am Brodeln. Diese beiden Stars sind große Auftritte gewohnt, diese Kollegen eher weniger. Beim Einmarsch der Athleten standen die Teams im Mittelpunkt. Die Sportler wurden gefeiert und klar, feierten sich selbst, einfach nur Gänsehaut. Und diese Putenpickel gingen den ganzen Abend nicht mehr weg. Tanz, Gesang und ergreifende Reden. Wir gedenken derer, die ihr Leben gaben, um uns zu ermöglichen, als Juden zu leben. May the memory be blessed. Doch das absolute Highlight, der Einmarsch oder besser gesagt die Einfahrt der Fackel durch die Maccabi-Biker. Ein Revival einer einzigartigen Motorradtour von Israel durch Europa, bei der 1931 die Botschaft der ersten Maccabiade verkündet wurde. Etwas ganz Besonderes also, genauso wie der Moment, in dem das Maccabi-Feuer entzündet wurde. War der emotionale Höhepunkt das Anzünden des olympischen Feuers von einer Familienangehörigen des ehemaligen amerikanischen Sportlers, der bei den Olympischen Spielen 1936 nicht antreten durfte. Ich denke im Allgemeinen, dass sich für sehr viele amerikanische Sportler und englische Sportler bei diesen Spielen auch so ein Kreis schließt, weil sie wieder auch viele zum ersten Mal nach Deutschland fahren und vielleicht der ein oder andere auch Vorbehalte hatte. Die Eröffnungsfeier, also ein berauschendes Fest für Sportler, Helfer, Künstler und für uns. Hashtag geil, Hashtag einzigartig, Hashtag willkommen in Berlin. Herzlich willkommen in Deutschland. Bruchima Baimle Germania. Bienvenuto Alemania and welcome to Germany. Es waren emotionale und bewegende Momente gestern Abend in der Waldbühne, die einmal mehr verdeutlichen, dass nicht nur Sport, sondern auch die Geschichte hier immer im Vordergrund steht. Bei den Maccabi Games stehen auch mal Sportarten im Vordergrund, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie zum Beispiel hier Futsal, Hallenfußball wird hier gespielt. Und neben solchen Sportarten wie Futsal gibt es noch einige mehr. Wir haben mal unseren rasenden Reporter losgeschickt, Gerrit Lagenstein. Bowling, Bridge und Schach klingt nicht gerade nach den klassischen Sportarten. Ja, das mag sein, bei den European Maccabi Games sind sie aber fester Bestandteil. Wobei, während Bridge und Schach schon seit längerem zum Programm der Maccabi Games gehören, ist Bowling in Berlin zum ersten Mal dabei. Sehr zur Freude der Sportler, die sich heute im Bowlingstudio am Kaiserdamm auf die Jagd nach Strikes und Spares gemacht haben, geht es nach Shirazi Eliza, sollte seine Sportart Dauergast bei den Spielen werden. Wir erwarten, dass es natürlich fruchtet und dann öfters geben wird. Weil jetzt sind zum Beispiel die Amerikaner nicht dabei, die Israelis nicht dabei. Wenn die kommen würden, die sind richtig stark.
Aber auch die Anwesenden sorgten für reichlich gute Würfe. Außerdem war es schön zu sehen, wie sich alle über die Erfolge der anderen freuten. Neid war hier fehl am Platz. Große Jubelarien waren beim Bridge nicht zu beobachten. Das ist aber auch kein Wunder. Schließlich verlangt das Spiel höchste Konzentration. Klar, dass da erstmal Ruhe angesagt war. Der eine oder andere mag nun vielleicht den sportlichen Wert von Bridge bezweifeln. Doch das liegt wohl eher daran, dass das Spiel auf den ersten Blick nicht so leicht zu verstehen ist. Genau diese Komplexität hat aber auch ihr Gutes. Bridge regt das Denken an und verringert somit bei den meist betagten Spielern die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer oder ähnlichen Leiden zu erkranken. Auch ansonsten hat Bridge einige Ähnlichkeiten mit anderen Sportarten. Genau solche Konzentration, genau die Fairness ist gefragt, wie bei anderen Sportarten. Bridge ist eigentlich Schach mit Karten. Das richtige Schach wird bekanntlich mit Holzfiguren gespielt. Wie beim Bridge waren auch im Raum 418 des Turnhauses eine Menge nachdenklicher Gesichter anzutreffen. Schach ist und bleibt eben ein Geduldsspiel. Was für den neutralen Zuschauer quälend sein kann, macht für die Teilnehmer des Turniers den besonderen Reiz aus. Es ist natürlich nicht der Sport im klassischen Sinne, dass man sagt, man bewegt sich oder sonstiges, aber es ist einfach sehr anstrengend, es ist geistig anstrengend. Und was ich persönlich sehr absurd finde, man kann auch beim Schach einen Adrenalinstoß bekommen. Ja, so manchen Schachspieler hielt es vor Anspannung tatsächlich nicht mehr auf dem Stuhl. Ob nun sitzend oder stehend, auch Schach hat definitiv seine Daseinsberechtigung bei den European Maccabi Games. Immerhin steht hier nicht nur der Sport im Vordergrund. In erster Linie sind die Wettkämpfe ein Zusammentreffen von jüdischen Sportlern aus der ganzen Welt. Die Austragung von Bowling, Bridge und Schachwettkämpfen bereichert die Veranstaltung um eine Gruppe von Teilnehmern, die wir hier sonst nicht antreffen würden. Und von unserem rasenden Reporter kommen wir zu einem, ich glaube, ganz entspannten Klaus Böger. Herr Böger, was führt Sie denn heute hierher? Ja, gute Frage. Natürlich die Maccabi Games und ein kleiner Rundgang. Es ist ja immer sehr schön. Eröffnungszeremonien, die waren sehr eindrucksvoll. Ich war begeistert und auch wirklich tief beeindruckt. Man kann auch sagen, bewegt. Und heute eben den sportlichen Alltag zu sehen, das macht Freude. Es macht immer Freude, jungen Leuten beim Sport zuzugucken. Und selbst wir Älteren haben ja auch Spaß beim Sport. Was ich besonders sehr schön finde, hier ist ja auch Leistung gefragt, aber es ist so, dass das in einem Bereich ist, wo ein normaler Amateur auch noch Freude haben kann. Das finde ich insgesamt sehr schön. Hier werden die Hymnen geprobt. Also es ist eine internationale schöne Veranstaltung. Haben denn die European Maccabi Games auch in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss auf den Sport in Deutschland? Naja, das ist eine interessante und komplizierte Frage. Eigentlich ist ja der Deutsche Sportverein oder der Verein ein Ort, in dem sich alle Ethnien, Religionen, Nationalitäten, arm, reich, jung, alt zusammenfinden können. Und da könnte man sagen, ja, warum denn nun eine Vereinigung, die auf einem religiösen Bereich beruht? Da muss man nur wissen, die Geschichte hat eben anders gespielt. Es waren nicht die Juden, die aus den Verein gegangen sind, sondern die deutsche Vereinsgründung hat die Juden nicht zugelassen, schon im 19. Jahrhundert. Und dann bei dem Antisemitismus, bei den Nazis, da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden oder muss man drüber reden, Vernichtung, Verfolgung. Und nun haben sich eben jüdische Sportlerinnen und Sportler auch in ihren Vereinen wiedergefunden. Das finde ich ist auch vollkommen okay. Wobei Maccabi Deutschland, Maccabi Berlin ist ja offen für jeder Mann, jede Frau und alle Ethnien, Religionen. Trotzdem ist es eben ein wichtiger Bereich der Identität und muss man auch verstehen, dass sie Maccabi eben sagt, ja, wir sind eine spezielle Organisation, wir haben unsere Weltspiele in Israel und die europäischen Spiele zum Glück, wie ich finde, nach 70 Jahren Krieg und nach Shoah und Holocaust hier in Berlin und Deutschland. Dazu sind wir eigentlich dankbar und froh. Und ich finde es, das ist für mich ein wirklicher Triumph über Gedanken von Vernichtung und Zerstörung, dass in diesen Gebäuden hier eben jüdische Sportlerinnen und Sportler ihren Sport treiben und das Schöne am Sport genießen, nämlich Zusammenhalt, Freude, Niederlage, Sieg ist noch schöner. Das ist doch wunderbar. Ja, vielen Dank, Herr Böger. Und um Sieg und Niederlage geht es jetzt auch. Bei den Finals im Schwimmen hinter uns ist alles bereitet und wir schauen mal, wer da gewonnen hat. Showdown im Olympiabad. Heute standen die Entscheidungen in den Schwimmwettbewerben an.
Einer, der sich viel vorgenommen hatte, war der 14-jährige Jonathan Heimann aus Berlin-Steglitz, seines Zeichens Berliner Meister. Über die 50 Meter Schmetterling bekam es der Lokalmatador aber erstmal mit den starken Jungs vom Team USA zu tun. USA! Die beste Vorlaufzeit von denen hatte Jordan Greenberg aus Michigan. Der war von dem Ereignis allerdings dermaßen beeindruckt, dass Gewinnen fast nebensächlich schien. Ich bin zum ersten Mal außerhalb meines Heimatlandes. Hierher zu kommen ist schon sehr historisch. Zu wissen, dass dieses Stadion 1936 von den Nazis gebaut wurde und dass jetzt, fast 80 Jahre später, Juden hier gegeneinander antreten, das ist Wahnsinn. Für Jonathan Heimann reicht es heute nur zu Platz 4, sowohl über 50 Meter Schmetterling als auch im 100 Meter Brustfinale. Obwohl der Jüngste im Feld, war der ehrgeizige Nachwuchsathlet alles andere als zufrieden. Also eigentlich, ich wollte ja schon eigentlich Gold gewinnen, ich wollte schon Erster versuchen, weil dass es jetzt ganz knapp Vierter wurde, ist schon ein bisschen Enttäuschung für mich, aber obwohl, also meine Paradedisziplinen sind so eher so 50, also 50 Schmetterling, 100 Schmetterling und morgen, glaube ich, kommen dann auch die 100 Graul. Das sind dann eher so meine Paradedisziplinen. Für Jordan Greenberg gab es am Ende des Tages Gold und Silber. Letzteres sogar mit persönlicher Bestzeit. Mit Schwimmen geht es in den nächsten Tagen auch noch weiter. Und das kann man wo noch gleich sehen? You can watch swimming at the Maccabi Games in Berlin here. Und bei mir steht jetzt die Patin des Schwimmens, Sarah Pöwe. Ja, Sarah, wenn Sie das hier sehen, hätten Sie da auch Lust, gleich mal wieder mit reinzuspringen und mitzumachen? Ich glaube jetzt momentan noch nicht, mit dem blauen Becken und draußen zu sein. Es ist schon sehr attraktiv, muss ich sagen. Aber jetzt mit der Beende meiner Karriere 2012, jetzt für mich selber so ein bisschen planschen zu gehen, tut schon einem sehr gut. Aber nichts Aktives mehr? Nichts so Aktives. Ich bin jetzt hochschwanger, ist schon ein bisschen schwierig. Aber mit dem Schwimmen hilft es enorm für die Gesundheit, selbstverständlich auch. Sie waren ja die erste Sportlerin nach 36, jüdische Sportlerin, die für Deutschland eine Medaille gewonnen hat. Jetzt die Maccabi Games in Berlin. Ist das wirklich was ganz Besonderes? Definitiv. Es ist eine Ehre, hier dabei zu sein. Jetzt natürlich von einem anderen Blickwinkel, könnte man so sagen. Ich wurde schon mehrmals als Aktive gefragt, um teilzunehmen. Wollte ich auch gerne, aber wegen dem Zeitfenster war es irgendwie nicht optimal. Entweder war ich im Studium oder ich habe mich kurz vor einer EM, WM oder Olympia-Vorbereitung war ich mittendrin und musste leider absagen. Aber jetzt nach Karriereende seit 2012 mit meiner Gründung von meiner eigenen Firma habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, Sachen einzuplanen und bin noch sehr tätig im Schwimmsport als Personal Schwimmtrainerin. Und als sie mich gefragt haben, vor allem jetzt in Berlin, ist ja auch um die Ecke für mich, selbstverständlich nicht als Teilnehmerin, sondern als Schwimmpaten dabei zu sein, konnte ich nicht Nein sagen. Okay, dann wünschen wir noch ganz viel Spaß hier und wir bleiben im Wasser, wechseln aber trotzdem die Sportart und schauen einfach mal rein beim Wasserball. Der Olympiapark in Berlin steht nicht nur für Olympia 1936, sondern auch für die Gegenwart. Er ist Heimat der BR-Volleys, Hertha BSC und den Wasserfreunden Spandau 04. Und bei den Wasserballern wird anscheinend ein ganz bestimmtes Gen vererbt. Hagen Stamm und sein Sohn Marco sind unser Berliner Beispiel. Bei Maccabi USA sind es die Borisovs, Co-Trainer Derek und seine drei Sprösslinge mit der 2, der 3 und der 11. machen die European Maccabi Games ganz einfach zu einem Familienausflug. Es ist einfach großartig, mit meinen Brüdern zu spielen, mit dem Älteren schon mein Leben lang. Es ist immer ein riesiger Spaß, wir haben eine ganz besondere Verbindung. Und ja, es macht einfach viel Spaß mit den beiden. Und damit rein ins Spiel, aber doch wieder zurück zu Spencer. Der macht nämlich das erste Tor des Spiels, 1:0 für die USA in Überzahl. Doch Israel unbeeindruckt, spielstark und in der Konsequenz mit den nächsten Toren. Ido Goldschmidt mit dem 1:1 und kurz vor der Viertelpause gibt es dann noch das 2:1 für Israel. Danach geht's hin und her, bis Ido Goldschmidt mal so richtig aufdreht. Eine Bude nach der anderen vom Mann mit der Nummer 8. Das Publikum sieht ab der zweiten Halbzeit ein überlegenes Spiel von Maccabi Israel, die immer höher führen. Am Ende holen sie den Sieg mit einem deutlichen 16:5. Spieler des Spiels ganz klar Goldschmidt mit 7 Toren gegen den Coach, der bald sein Coach sein wird. Ich werde bald in den USA studieren und dort spielen. Mein Trainer wird dann Coach Layson vom Maccabi Team USA sein. Wirklich toll, erst gegen ihn zu spielen und bald unter ihm. We play against him now and next one to play under him. And that's it.
Ja, und Coach Lason wird sich sicherlich gewünscht haben, dass er schon heute in seinen Reihen spielt. Jetzt heißt es aber erstmal Vollgas geben bei den Maccabi Games. Israel muss nach diesem Spiel als einer der Favoriten im Turnier angesehen werden. Das waren sie wieder, die geballten Wettkämpfe. Der dritte Tag ist vorbei und wir fragen einfach mal nach beim Chef hier des Ganzen, Alon Meyer. Was ist denn Ihr Fazit bisher nach drei Tagen bzw. zwei Tagen Wettkämpfen? Sensationell. Ein kurzes, aber wirklich knappes Fazit, sensationell. Das beschreibt nur annähernd das, was wir gerade empfinden, dieses Gänsehaut-Feeling pur, das einem kalt den Rücken runterläuft. Es ist wirklich eine Freude, eine Wonne, wie die Leute verschiedener Nationen, verschiedener Religionen, die auch hier wirklich zuschauen und mitmachen, uns helfen und unterstützen, wie die alle an einem Strang ziehen, um das neue deutsch-jüdische Selbstverständnis hier in Deutschland zu zeigen. Eine große Freude. Was war denn Ihr persönlicher Höhepunkt bisher? Ganz klar die Eröffnungsfeier mit dem ganzen Drumherum, mit der Wichtigkeit, dass unser Bundespräsident die Ehre uns erwiesen hat, extra aus seinem Urlaub zu kommen, um dabei zu sein und dann auch bis zum Ende geblieben sind. Aber auch die ganzen hohen, ranghohen Politiker und Freunde des Sports und der Landesverbände. Ich glaube, die ganze Show war eine Wonne, die hier bei Ihnen ja auch übertragen wurde und auch dort einen sehr großen Zuspruch hatte. 19 Sportarten finden ja hier statt. Was ist denn Ihre persönliche Lieblingssportart? Worauf freuen Sie sich am meisten? Naja, wie der meisten Deutsche, auch bei mir ist es der Fußball. Ich bin im Fußball groß geworden. Ich bin voll und ganz dem Fußball gewidmet. Insofern freue ich mich, dass wir dort hoffentlich schlechte Gastgeber sind und die Medaillen bei uns lassen. Vielen Dank, Alon Meyer. Ja, und damit ist unsere Sendung auch schon wieder zu Ende. Aber morgen sind wir wieder da, geballter Sport, alle Höhepunkte. Weitere Finals werden morgen stattfinden. Und bis dahin klickt rein, auch auf Facebook und Twitter und bleibt sportlich. See you tomorrow at the Maccabi Games. Yo, soy español, español, español. El Israel, el Israel. Yo soy.